This is our final move. You are the Allies' last hope. The Nazis won't go down without a fight. You have one mission. Drink all of Hitler's blood. Hi und herzlich willkommen bei Looks Like Gaming Stuff. Mein Name ist Dennis, ich bin euer Dungeon Master und bei mir ist mein bezauberndes und gefährliches Vampirkommando. Sagt hi, bezauberndes und gefährliches Vampirkommando. Hi. Hallo. Hallo. Wir haben uns heute hier versammelt, um was ganz Besonderes zu spielen, und zwar Eat the Reich. Das neueste Spiel von dem Verlag Rowan, Rook und Deckard, wo wir die fantastische Möglichkeit haben, eine Vorabversion bekommen zu haben. Und heute in Deutschland das erste Let's Play von diesem Rollenspiel zu machen. Und da unterstützen mich Aaron Jeske, Dennis vom Natural One Podcast, Julian Bonnell und Hannah Neumann. Wir werden tief in Paris eintauchen und ein paar Nazis töten und am Ende hoffentlich all of Hitlers Blood trinken. Am Anfang ein paar Disclaimer. In diesem Spiel gibt es einfach eine Fülle an Gewaltdarstellungen, Nazis und Hitler. Wer da nicht so viel Bock drauf hat, tut mir leid, aber das wird jetzt die nächsten 2 Stunden so weitergehen. Ansonsten, wie Eat the Reich funktioniert. Ähnlich wie Tales from the Loop, das ist ein Würfelsystem, wo wir mit 6-seitigen Würfeln würfeln und unsere Spieler mit ihren Fähigkeiten einen Würfelpool bilden und mit diesen Würfeln versuchen, Erfolge zu kriegen. Ein Erfolg ist eine 4, 5 oder 6. Und diese Erfolge können sie benutzen, um ihrem Ziel näher zu kommen, Hitler auszusaugen. So viel zum Disclaimer und wie das Spiel funktioniert. Und ich glaube, wenn wir alle bereit sind, können wir loslegen mit Eat the Reich. Wir schreiben das Jahr 1943. Europa befindet sich im Krieg. Und ein Bomber hebt von der Royal Air Force Base Great Ashfield ab. Das Flugzeug ist auf direktem Weg nach Paris. Mit 4 Tonnen schweren Metallsärgen an Bord. Ausgestattet mit den Särgen mit Seeschlitzen und großen Hydraulikzylindern, gefüllt mit mehreren Litern Blut. Gesponsert von den hilfsbereiten Nonnen der Basilika unserer lieben Frau von der immerwährenden Hilfe. Sergeant Slater geht durch den Bauchraum des Bombers auf und ab und hält eine letzte Ansprache an euch. Die letzten 6 Monate haben wir auf diesen Punkt hingearbeitet. Ihr kleinen, degenerierten Vampire seid die letzte Stütze der Alliierten. Ihr seid die einzigen, die es hinkommen können, Paris zu infiltrieren, den Führer Zeppelin zu besteigen und Hitler zu töten. Nacheinander schließt er alle eure Seeschlitze, die in den großen tonnenschweren Metallsärgen eingebaut sind. Ihr hört nur noch so hart gedämpft: Es wird da unten eine höllische Party. Sobald ihr ankommt, wird die gesamte Wehrmacht euch jagen. Ich wünsche euch viel Spaß. Sergeant Slater zieht an einem großen Hebel. Die Bodenluken öffnen sich und 4 Tonnen schwere Särge schießen Richtung Erdboden, Richtung Paris. Man konnte euch nicht direkt am Eiffelturm abwerfen, weil eine okkulte Konstruktion, die Hitler in den Eiffelturm gebaut hat, Interferenzen im Flugverkehr rundherum auslöst. Und ihr seid in Sektor 3 gelandet. Nicht ganz weit weg, aber doch ein Stückchen entfernt vom Eiffelturm. Und während ihr in aller Seelenruhe nach unten fliegt, wäre jetzt der Zeitpunkt, eure Charaktere vorzustellen. Wer möchte anfangen? La, 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 la. Wie immer die Frage. Einer zuerst anfangen. Also, da gibt es zum einen mich, Chuck, oder wie die Franzosen auch gerne nennen, LeChuck, weil er sich gerne duelliert mit seinen zwei Pistölchen. Ja, wie bin ich bei Fenk gelandet? Ich bin eigentlich ein super netter Typ, ich liebe Cowboy-Filme und Menschenleber. Und irgendwann eines Tages habe ich leider vielleicht den Sheriff eines kleinen Örtchens gegessen und seinen Vertreter zur Hälfte. Und ja, dann kam die gute Fangruppe und hat mich eingesagt. Und jetzt bin ich hier mit meinen lustigen, lebensfrohen Begleitern und helfe der Bevölkerung in der Not. Willst du noch mehr wissen? Das reicht. Aaron, möchtest du weitermachen? Wer bist du? Mein Name ist Cosgrave. Ich komme aus Hackney. Nekromant, falls es irgendjemand interessiert. Und ich verbringe mein Leben herzlich gern damit, Blut zu saugen. Vielen Dank. Dennis, wen spielst du? Ich bin Astrid. Ein Ex-Kampfpilot der Marine, der in der eisigen Wildnis der Sowjetunion abgestürzt ist und von einem übernatürlichen Tier gebissen wurde. Die Kräfte und Haare, die ich dadurch davongetragen habe, sind nicht von dieser Welt und mittlerweile bin ich mehr Raubtier als Mensch. Und wenn meine Klauen stumpfen oder abreißen, habe ich noch mein geliebtes Maxim-Maschinengewehr, um die dreckigen Krauts zu zerfetzen. Fantastisch. Hannah, wen spielst du? Ich bin, Irina. Meine Familie dachte, mein Vampir-Clan hat mich aufgenommen. Ich bin eigentlich ein Model gewesen und hatte da auch schon Leute beeindruckt oder fasziniert mit meiner atemberaubenden Schönheit. Doch dann hat sich herausgestellt, dass dieses reine Vampirleben im Schatten nicht so meins ist. Meine Familie fand das nicht so toll, aber ich habe mich dann spezialisiert als Nazi-Jägerin, nutze aber immer noch mein betörendes Aussehen und meinen Charme, um boshafte Menschen auf mich aufmerksam zu machen und sie dann leise oder laut, wie es gerade passt, um die Ecke zu bringen. Meine Mission ist es eigentlich, als gnadenlose Hüterin des moralischen Gleichgewichts. Fantastisch. Schlimme Menschen um die Ecke zu bringen und die Welt zu befreien von diesen Nazi-Monstern. Information und in einer gewissen Ruhe rasen diese tonnenschweren Metallsärge Richtung Paris und nehmen Peilung auf ein recht schönes Hotel. Hôtel L'Étoile. Ein 8-stöckiges Gebäude. So kurz davor, ne? Hotel, das heißt jetzt Hôtel L'Étoile. Ein 8-stöckiges Gebäude im Jugendstil. Grüne, abgerundete Dächer. Ein riesiges Dachlicht. Mitten in Paris. Eines der wenigen Gebäude, die nicht vom Krieg gezeichnet worden sind. Es brennen noch Lichter. Und eure vier Särge schlagen in das Dach durch 2 Etagen durch und landen im großen Ballsaal auf der 6. Etage. Nicht alle von euch. Cosgrave ist ein paar Meter daneben in der Küche gelandet auf der Etage. Und als ihr unten aufgeschlagen seid, bleibt von euch in eurem Sarg nichts mehr übrig außer Brei. Bis die Hydraulikzylinder des Sarges in Action springen und euch jeder 5 Liter Nonnenblut in diese breiige Masse reinpumpen, bis ihr komplett wieder vollständig seid. Chuck, Irina und Astrid kommen alle in dem großen Ballsaal zu Bewusstsein. Astrid ist in einem Flügel gelandet und sieht nur einen verschreckten Pianisten, der einen Frack anhat, der von oben in den Sarg reinguckt. Irina ist ein bisschen Stückchen daneben gelandet und sieht gerade, wie 2 SS-Offiziere anfangen, einen Mann auf einem Stuhl, der gefesselt ist, wild zu verprügeln und kurz innehalten und sich umgucken, was gerade passiert ist. Chuck ein wenig daneben und Cosgrave macht seine Augen auf und sieht 5 bis 6 Küchenpersonal mit Küchenutensilien bewaffnet in den Sarg reingucken. Die SS-Offiziere gucken kurz irritiert. Ihr seht, dass hinter euch noch ein paar von ihren Stühlen aufstehen. Anscheinend war es hier eine Party, diesen einen Mann auf diesem Stuhl zu foltern. Es werden Säbel und Pistolen gezogen. Und der eine SS-Offizier, der eine Jacke ausgezogen hat und die Ärmel hochgekrempelt, sagt euch: Ich glaube, wir haben ein paar weitere Besucher für die Party, heißen wir sie doch gebührend willkommen, und entleert ein ganzes Magazin auf euch. Was macht ihr? Ich versuche, während er da auf uns schießt, irgendwie in Deckung zu kommen. Weglaufen, springen, wie auch immer. Und nutze die Chance, um zurückzuschießen. Dann wirf mir doch bitte mal auf Shoot. Shoot. Möchtest du ein Equipment dafür benutzen? Ich möchte dafür... Würde das als Duell gelten? Nein, ne? Wahrscheinlich nicht. Na, im Prinzip, der eine SS-Offizier mit den hochgekrempelten Ärmeln richtet seine Waffe auf dich und hat schon ein paar Mal geschossen. Kann man als Duell formulieren. Okay, dann würfel ich 4 Würfel anstatt 3. Und habe 2 Erfolge. Fantastisch. Was möchtest du mit deinen 2 Erfolgen machen? Mit meinen 2 Erfolgen möchte ich wegrennen, Schutz suchen und während ich da wegrenne oder slide oder wie auch immer mein Magazin in ihn hineinpumpen. Mhm. Und ihm... Oh, mir fällt gerade, ich bin noch ein bisschen dizzy von dem Absturz. Ich lache einfach nur laut. Ja. Wie viele Erfolge hast du jetzt da reingebuttert in den Typen? 2 Erfolge. 2 Erfolge. Du kommst aus dem Sarg raus, rollst dich direkt rum, fängst an zurückzuballern gegen den SS-Offizier, der von deinen Kugeln direkt in den Hals und in die Brust getroffen wird und eine Fontäne aus Blut aus seinem Hals rausspringt, während er vor dem Gefesselten zusammensackt. Und du siehst, als du um deinen eigenen Sarg rumgegangen bist, um Deckung zu suchen, siehst du noch bestimmt 10 weitere SS-Soldaten, die noch auf ihren Stühlen gesessen haben und langsam aufstehen. Einer der Soldaten seine Jacke aufreißt und du siehst unter ihm einen großen Harnisch, den er trägt, aus Leder und Metall, wo er in der Mitte einen Knopf betätigt. Und an seinen Schultern mehrere Fiolen mit grüner Flüssigkeit ihm in den Hals schießen. Er um einen 20 Zentimeter wächst, sein Hemd platzt und er auf dich zurast. Okay, muss wohl eine Fetischparty sein. Was macht, ja, was machen die Nächsten? Ich würde gerne. Also ist der Sarg jetzt offen eigentlich? Nein, ne? Der Sarg ist offen. Der Sarg ist offen, okay. Ja, du hast Blut reingeschossen bekommen, der Sarg ist offen. Ist mir egal, ich werde aber trotzdem die Türen im Prinzip auch noch mit rausschlagen, um sie halt irgendwo in die Decke rein zu jagen. Rausspringen wie ein wildes Tier und in der Luft eine meiner Granaten nehmen, sie mit den Zähnen öffnen und einfach in die Menge von diesen ganzen SS-Soldaten reinwerfen. Fantastisch. Würfel bitte auch auf Shoot. Boot, Fragmentation Grenade, und weil es ein Enclosed Space ist, kriege ich da nochmal +2 drauf. Das sind dann 2, 3, 5 Würfel. 3 Erfolge. 3 Erfolge. Ich würde ganz gerne einen davon nehmen, um meine Special Ability als Apex Predator zu nutzen, um die Threats Rating um 3 zu senken. Okay. Ja, und den Rest, ja, um die umzubringen mit der Granate. Alles klar. Bei dir sind deine Türen nicht ganz aufgegangen. Sie sind nur kurz, die Hydraulik hat ein bisschen geklemmt, das Blut kam noch rein, aber die Tür ploppte einmal nur so auf und du reißt die Türen mit raus, ziehst die Granate, schmeißt sie auf den großen Haufen über Chucks Kopf hinweg und der ganze Trupp von Offizieren zerplatzt in einer rosa Wolke und verteilt sich an den Wänden. Ein Trupp hast du völlig zermatscht und den ganzen Ballsaal in einen roten Nebel und Gedärme und Hirn an den Wänden tapeziert. Damit ihr einen kurzen Eindruck kriegen könnt, das Hotelzimmer, der Hotelballsaal, sieht jetzt danach mit ein bisschen Gesprenkel ungefähr so aus. So muss das. Angenehm. Irina, was möchtest du machen? Ich würde mich gerne auf eine erhöhte Position stellen, zum Beispiel auf irgendeinen, also auf jeden Fall eine erhöhte Position begeben mit meinem exquisiten Jagdgewehr auf die Nazis schießen und ja, genau das mache ich. Du sprintest in den Raum rein, wo große Tische, Bankette aufgebaut werden, und das ist auch ein Tisch, wo ein größeres Buffet aufgebaut ist, wo du drauf springst, die Warmhaltebehälter runtertrittst und dein exquisites Präzisionsgewehr schulterst. Würfel mir bitte auch auf Shoot. 3 Erfolge. 3 Erfolge. Wo möchtest du was möchtest du mit deinen 3 Erfolgen anstellen? Ich möchte einfach, also ich möchte einmal mich irgendwo nochmal danach in Sicherheit begeben, aber auch 2 Erfolge da reinstecken, dass ich dass ich da irgendwie die Nazis in Luft auflöse. Also du möchtest 2 Erfolge in den Trupp, in den SS-Offizier-Trupp pumpen, in den zweiten. Der eine Trupp ist schon tot. Genau. Präzise Schüsse treffen die Offiziere genau zwischen die Augen, die einfach zusammensacken. Große, klaffende Löcher in ihren Hinterköpfen und sie sacken einfach nur ein. Und die SS-Offiziere bekommen langsam ein bisschen Schiss, weil ihr ordentlich Bambule gemacht habt in diesem Hotelzimmer. Was möchtest du mit den anderen Ich habe noch einen Erfolg. Damit würde ich mich gerne irgendwo in Sicherheit begeben, dass ich potenziell jetzt nicht abgeschossen werde und so ein bisschen verborgen bin vielleicht. Ja. Du springst vom Tisch wieder runter und versteckst dich dahinter. Du wirfst auch einen Tisch vom Buffet um und hast da deine temporäre Position. Cosgrave, du liegst in deinem Sarg und über dir 5 bis 6 Männer und Frauen mit großen Schöpfkellen, Pfannenwendern bewaffnet, die recht ängstlich in deinen Sarg reingucken. Ja, guten Morgen. Ich nehme an, ihr seid das Frühstück. Und ich greife mir den ersten. Was machen Sie? Wir gehören nicht dazu, wir sind nur das Personal. Ist mir doch scheißegal. Na? Und saug sein Blut aus. Cosgrave, es gibt Regeln. Wir trinken nur Krautsaft, keinen Franzosensaft. oder Kartoffelsaft. Kartoffelsuppe. Kartoffel, Kraut, kein Rotwein, kein nix Jus. Na gut. Dann sagt mir wenigstens, wo die nächsten Crowds sind. Kann ich Ihnen sagen, Sie feiern gerade eine Art Party im Ballsaal. Sie haben einen Resistancekämpfer geschnappt und haben einen Spaß daran, ihn schon seit mehreren Stunden zu foltern und zu befragen. Wir machen nur das Essen hier. Könnten Sie bitte Ihren Mund von meinem Hals entfernen? Schön. Gut. Dann gehen wir halt auf die Party. Das würde ich Ihnen nicht empfehlen. Die Deutschen, sie feiern gerne unter sich und haben... Naja, sie sind keine guten Gesellen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Gut, noch eine nächste Frage. Hoffentlich kannst du die besser beantworten. Hast du ja noch irgendwo zufällig ein paar andere Leute hinfliegen sehen? Siehst, manche Küchenmitarbeiter bilden Kruzifixe aus ihren Küchenutensilien und gehen so langsam zurück, als sie deine Zähne gesehen haben. Nur den einen, den du halt festhältst, den du aussaugen wolltest. Wir haben ein großes Getöse im Nachbarraum gehört. Ich weiß nicht, was das war. Wir haben nicht geguckt. Es passieren gerade sehr viele Dinge in Paris. Da steht man besser keine Fragen. Sehr gut. Und als letztes, bevor ich zu meinen Freunden gehe, haben wir irgendwas Leckeres hier? Niere? Nun. Blutig? Leber? Er immer noch, du hältst ihn immer noch fest und er gestikuliert so vage in die Küche, wo halt überall Essen steht. Er sagt, nö, Sie können sich bedienen, wir... Vielen Dank, dann verzeihen Sie bitte die Unannehmlichkeiten. Und dann nehme ich mir einfach irgendeine rohe Niere und spaziere rüber zu... in das Hotelzimmer. Machen wir bitte mal einen Terrify-Wurf. Mhm. 2. Das war's, oder was? 2 5er. Ist doch gut. Reicht. Du stehst auf und du nimmst diesen Küchenmitarbeiter, als ob das eine Spielzeugpuppe wäre. Du bist nicht grob zu ihm, aber du benutzt ihn halt wie einen Gegenstand. Und du stellst ihn einfach wieder ab und schmeißt ihn halt so ein Stück. Und man sieht dein komplettes Auftreten und die kompletten Mitarbeiter rennen, angstzerfressen, aus der Küche raus und schreien, oh mein Gott, es ist ein Monster, es ist ein Monster! Mon Dieu. Mon Dieu. Wo auf einmal die große, doppelflügige Schwenktür aufgeht und dort ein deutscher Soldat steht, ein Wehrmachtssoldat mit seiner Maschinenpistole in der Hand, reingeht, was ist denn hier? Dich sieht, den Sarg sieht, deine ganzen Tätowierungen, deine Reißzähne und deinen gierigen Blick und einfach, weitermachen und geht weg. Und ihr seht im Ballsaal, dass ein Wehrmachtssoldat Richtung Treppenhaus rennt und sagt, oh mein Gott, sie sind hier! Und wegrennt. Möchtest du mit deinem anderen Erfolg irgendwas anstellen? Ach shit, ja, jetzt habe ich noch einen Erfolg übrig. Was ist das Ziel, da rauszukommen? Ich würde versuchen, so weiter auf die Straße, oder wie, wo müssen wir lang? Wo müssen wir hin? Euer Ziel ist es, im Großen und Ganzen zum Eiffelturm zu kommen. Ihr seid gerade in einem Hotel gelandet. Ihr müsst euch zurechtfinden in einem Hotel und weiter, also gucken, was geht. Ihr habt immer noch, es gibt einen Resistancekämpfer, der ist immer noch gefesselt auf einem Stuhl, der gefoltert wurde. Ihr müsst halt aus dem Gebäude raus. Gut, dann würde ich jetzt meinen Erfolg dafür einsetzen, dass ich einfach mal zum nächsten Fenster gehe und mal schaue, wie es draußen aussieht, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, wie wir langkommen können. Also Richtung Eiffelturm. Ja, du gehst ganz casual durch den Ballsaal durch, an Irina vorbei, die hinter dem Buffet kauert, was sie umgeworfen hat, an Chuck vorbei, der hinter seinem Sarg kauert und darüber wegschießt. Und neben Astrid, die wie ein Tier sich aufbaut und grunzend mitten im Raum steht und sich die übrigen SS-Offiziere anguckt und fragt, wen nehme ich als nächstes? Du schaust aus dem Fenster Du siehst ja voll die Action. Du gehst einfach ganz casual durch und auch an den übrigen SS-Offizieren. Es steht noch einer mit seiner Luge in der Hand, der... Bleiben Sie stehen! Sie können hier nicht einfach! Blitzt er nur einmal an, er lässt die Luge fallen und rennt weg. Und du siehst aus dem Fenster das Panorama und die Skyline von Paris. In der Ferne der Eiffelturm, wo drumherum ein großer Zeppelin mit einem riesigen Hakenkreuz drauf um den Eiffelturm drumherum kreist. Und vor dir ist ein großer Platz mit einem zerstörten Brunnen, wo du mehrere LKWs und gepanzerte Fahrzeuge siehst, mehrere Wehrmachtssoldaten, die auf dem Platz marschieren, Leute aus Geschäften rausziehen und auch so Gestalten in schwarzen Mänteln mit schwarzen Hüten. Und dann eine recht große gregorianische Kirche und auf der anderen Seite, also praktisch rechts von der Kirche, siehst du einen ausladenden Friedhof, wo bestimmt eine Kompanie Wehrmachtssoldaten mit Schaufeln bewaffnet Gräber aushebt, ununterbrochen. Und zwei Personen mit weißen Kitteln und auch merkwürdigen leuchtend grünen Fiolen sich über die Leichen beugen und damit was machen. Okay. Nachdem du ganz entspannt aus dem Fenster geguckt hast, es sind alle SS-Offiziere in der Etage sind tot oder geflohen. Ihr seid im Moment, ihr seid noch nicht raus aus dem Gebäude, aber ihr habt für einen ganz kurzen Moment Ruhe. Und ihr seht den heftigst verprügelten Mann auf dem Stuhl, Hände den Rücken gefesselt, der mit einem zugeschwollenen Auge nach oben guckt und sagt, wer hat euch geschickt? Ich würde dann zu ihm gehen, ihn an den Schultern packen, ihm einmal durchs Gesicht lecken, grinsen, Fang! und ihn dann losmachen. Ihr habt ganz schön lange gebraucht. Warum haben sich die Alliierten so bitten lassen? Bürokratie. Ja. Na. Papierkram. Es ist immer das Gleiche mit der Air Force und ihrer verschissenen Bürokratie, fast wie die Deutschen. Gerade als du ihn losmachst. Nimm das zurück. Das empfinde ich als Beleidigung. Was soll ich zurücknehmen? Du kleine Froschenkel, du. Was wollt ihr Inselaffen mir sagen? Dass ihr Papier nicht genauso liebt wie die Deutschen? Hat er nicht ganz unrecht. Ich leck meine Hand sauber von dem ganzen Blut, was da rumgespritzt ist. Und gebe ihm eine kleine Backpfeife und sag... Wir haben dich gerettet. Sei ein bisschen freundlich. Oder wir lassen dich hier. Hm? Du schlägst mich so wie meine Freundin. Das mag ich. Tja, wenn wir los? Wenn du es weitermachst, bist du auch meine Freundin für eine Nacht. Pass auf, was du dir in Paris wünschst. Vielleicht geht es in Erfüllung. Ich hoffe doch. Währenddessen die Türen vom Treppenhaus zum Ballsaal springen auf. Verstärkung ist angerückt. Wehrmachtssoldaten treten die Tür ein und rattern einmal mit ihren Maschinenpistolen komplett durch den ganzen Raum. Sie sind da vorne! Sie sind abgeworfen worden! Durchs Dach! Durchs Dach! 4 Stück! Hey, sie können zählen! Ich fange an, blitzschnell, bevor die mich da gesehen haben mit der Gruppe, fange ich an zu humpeln und schnapp mir von so einem Nachbar liegenden Nazi irgendwie so Blut und schmier's mir ins Gesicht und gehe auf die zu und sag so, oh mon Dieu, ich bin verletzt, helfen Sie mir, bitte, bitte. Mach mir bitte einen Wurf auf Con. Ah, awesome. Oh mein Gott, das ist kein Erfolg. Alles klar. Der eine Wehrmachtssoldat mit dem Schaft seines Gewehrs kommt er dir entgegen und sagt nur, halt dein Maul und kloppt dir einmal ins Gesicht und schießt dir mit seiner Pistole zweimal in die Magengegend. Du bekommst 2 Schaden. Muss ich darauf auch würfeln? Sorry, wenn ich das jetzt nochmal... ja, du musst jetzt für jeden Schaden... für jeden Schaden würfeln. Okay. Und dann in deiner Schadenstabelle das jeweils ankreuzen, was du hast. Und dann auch erzählen, was die Wirkungen davon sind, weil du jetzt Schaden bekommen hast. Also, ich bekomme, obwohl ich in den Bauch geschossen wurde, eine Schulterverletzung. Meine Haare sind ruiniert. Du kriegst den Gewehrschaft wirklich mitten ins Gesicht, deine Nase bricht instant, der packt dich an deinen Haaren, zieht dich runter, schießt dir mehrmals in den Magen und einmal in die Schulter und das in der Schulter zählt. Ja, perfekt. Was möchten die Restlichen machen? Ich möchte mir eine Tischplatte packen, die von dem Fuß lösen und die als Frisbee-Scheibe benutzen, um die Truppe an Nazis anzugreifen. Okay, würfel mir auf Shoot. Ich würde mir jetzt nochmal +1 geben, weil das eine purely improvised weapon ist. Auf jeden Fall. Dann würfel ich mit 4 Würfeln und hoffe, das ist... Boah, nur ein Erfolg. Ja, ich nehme halt ein bisschen Anlauf und werfe die halt wirklich wie der Gott auf diese Gruppe und treffe leider nur einen, aber der splattert, also der wird nicht feinsäuberlich getrennt, sondern das trifft ihm einfach am Bauch und der Überdruck führt dazu, dass er einfach komplett platzt und die ganze andere Truppe einfach von oben bis unten voll in Gedärmen. Du hast genau den getroffen, der Irina eine mitgegeben hat. Gerade als Irina runtergeht, das erste, was er sieht, ist eine riesige Tischplatte, was auf ihn zufliegt und er platzt einfach von den Leuten. Und die anderen Wehrmachtssoldaten gucken da, oh mein Gott, und einer kotzt direkt. Aber sie schießen beständig weiter auf euch und du bekommst auch 2 Schaden. Da muss ich würfeln, ne? 2 Schaden, 4, 6. Oh nö! Ich benutze... Ach nee, scheiße, das kann ich schon einmal benutzen. Ja, okay, dann ist das so. 4 und 6. Okay. Cosgrave, was willst du machen? Naja, stehst, ich werde auf jeden Fall. Du lehnst entspannt auf der Fensterbank und guckst dir die Szenerie von Paris an. Du hast schon mal viel von Paris gehört, aber an sich das jetzt so live zu erleben, wunderschön. Bisschen viel Flakfeuer so durch die Gegend, ein bisschen viel Stacheldraht und Sandsäcke, zu viel gepanzerte Fahrzeuge und so viele Menschen, die schreien und Angst haben. Aber an sich das Flair, du bist in Paris. Hm. Mensch. Nice hier. Ja, ich glaube, ich helfe mal den Jungs und Mädels und werde einfach mal... wo Schwiefel stehen jetzt da noch rum? Der eine ist ja tot. Es sind nochmal 2 neue Trupps gekommen. Kleiner, also als die Gruppe der beiden SS-Offiziere. Nichtsdestotrotz 2 kleine, 3 bis 5 Leute jeweils. Die Größe spielt nicht so eine große Rolle. Es sind nochmal 2 Trupps gekommen. Gut, dann möchte ich auf jeden Fall schon mal zu dem ersten Trupp als eine Art Schleier dahin. Ja, dass sie nur einen Schleier erkennen, der auf sie zukommt, auch in einer Mordsgeschwindigkeit, um dann kurz vor denen zu stehen. Und jetzt darf ich endlich. Ich beiße sofort den ersten in den Hals und zeige auf den nächsten, der mich anguckt, meine Schrotflinte. Mach mir bitte mal einen Wurf auf Brawl. Und du darfst das und alles, was du an Bonus bekommst, weil du ein Schleier bist und sehr, sehr, sehr schnell. Ich glaube, das ist noch 1, ne? Irgendwo. Das habe ich mir so viel notiert. Nicht das. Aber ich glaube, es gibt noch +1 auf. Was war das? Back. Nee. Auch nicht. Wo ist es denn? Verdammt nochmal. Also kannst du schon mal die Würfel von deinem Brawl-Wert nehmen und dann, glaube ich, nochmal +1 für den Schleier. Ja, hier, du warst nicht hier. Gedächtnisverdrehung, das ist das auch. Oder glaube ich, Mark Blatt. Das geht gar nicht. Nee, dafür musst du erstmal Blut haben. Ja. Aber du kannst dich sehr schnell auf die zu bewegen und du kannst ja auch sagen, mach mir bitte einen Brawl-Wurf. Ein Erfolg. Ein Erfolg. Du... Nicht wie ein Schleier, man kann dich noch erkennen, aber du weichst mehreren Kugeln aus und versenkst deine Zähne in dem Hals des nicht geplatzten Wehrmachtssoldaten und saugst ihn wie ein Trinkpäckchen leer und er sackt leblos vor dir auf dem Boden. Du kannst dir ein Blut markieren, dass du eine Blutreserve bekommen hast. Nichtsdestotrotz hast du auch auf dem Weg dahin, weil du nicht schnell genug warst, auch 2 Kugeln abbekommen, die große klaffende Wunden in deiner Brust hinterlassen haben. Das sehen wir jetzt. Oder ist das schon? Ist das so? Das schon passiert. Musst du nicht nochmal werfen? Ach, das ist passiert. Gut. Es sind aber diese beiden Trupps, die sind kontinuierlich, dampfen die ihre Magazine in euch rein. Mhm. Das ist nicht gut. Astrid, was willst du machen? Ich guck mir das an, wie meine Kumpanen ja schon ein bisschen was abbekommen haben, und lass so einen markerschütternden Schrei aus, also von mir los. Zieh meinen Großspeer vom Rücken, nimm das Ding in den Anschlag und renn wie besessen auf die Trupps zu und will halt damit jetzt mich durch einen dieser Trupps komplett durchschnetzeln. Und vor allem will ich sie ein paar von ihnen aufspießen, nach oben halten und so das Blut von direkt mehreren trinken, um es effizient zu gestalten. Fantastisch. Mach mir bitte einen Wurf auf Brawl. Brawl, Great Spear. Ich laufe ja ein bisschen, also receive ich auch Charge, ne? Ja. 3, 4, 5. Zwei Erfolge, weil ich einen Crit gemacht habe. Fantastisch. Du läufst an Cosgrave vorbei. So. Und? Ja, ich trinke. Ja, du spießt die auf, hebst die hoch, sie bluten völlig aus, schreien panisch dir entgegen, lassen ihre Waffen fallen und sagen, was passiert? Und im Schreien spritzt das Blut aus ihrem Brustkorb raus, was du einfach genüsslich aufsammelst. Und du kannst dir 2 Blutpunkte kannst du dir notieren. Ich würde dann aber ganz gerne, also mit dem einen Erfolg kann ich sozusagen trinken, ne? Mhm. Mit dem anderen Erfolg würde ich ganz gerne mit meiner Special Ability Unnatural Endurance deinen Attack Dice um 3 verringern. Fantastisch. Und während ich in dem Krautblut dusche, Schrägstrich mich daran ergötze, so schreie ich zu den anderen, wir müssen weiter! Und trinke immer weiter. Ja, fantastisch. Du bekommst trotzdem noch einen Schaden, weil du nur einen Attack Dice reduziert hast. So, das war einfach ein 6er-Würfel, ne? Genau. Nein, meine Spirits sind rausgecastet. Ich kann erstmal keine Specials triggern. Aber egal, das kann ich mit einem Advance das nächste Mal mir wieder wegmachen. Hoffe ich. Irina, was möchtest du machen? Ich würde gerne. Wo ist der Alliierte von uns, der Dude? Ist der noch? Ist der noch bei uns in der Nähe? Ja, ne? Ja, also den kann ich nochmal. Also ich sag, der Ball hat das so aufgebaut, dass praktisch zur Fensterseite, dass der Flügel stand, wo halt ein Sarg drin gelandet ist. Der Pennis ist sofort geflüchtet und dort war auch der Resistancekämpfer also gefesselt an dem Stuhl. Dann steht ihr in der Mitte des Raums und am Treppenhaus auf der gegenüberliegenden Seite kommen halt die ganzen Verstärkungen rein. Alles klar. Dann würde ich gerne hey, Resistance-Krieger, wie ist dein Name? Ist das jetzt wichtig? Ah, ich versuche nur, okay, egal, dann nenne ich dich halt Resistance-Kämpfer, dann ist es mir auch egal. Er guckt nochmal genauer und sagt mit seinem zugeschwollenen Auge, ich muss mich entschuldigen, Jean, mein Name. Dürfte ich auch deinen Namen erfahren, du zartes Gewächs? Alles andere als zart, aber ich bin Irina. Starker Name. Ruß. Dankeschön. Also, wir müssen jetzt hier irgendwie rauskommen. Weißt du, wo wir da am besten runter, rechts um die Ecke, links, oder wurdest du hier komplett bewusstlos reingebracht? Nun, wie ich denke auch, wie andere Hotels aufgebaut sind in dem Großteil von Europa, würde ich das Treppenhaus bevorzugen. Allerdings, wenn ihr einen schnelleren Ausgang bräuchtet, er zeigt aufs Fenster, könnte ich nur den Expressausstieg empfehlen. Perfekt. Kannst du unsere Hilfe noch irgendwie gebrauchen? Können wir dir irgendwas Gutes tun? Er zeigt dann sich herunter, er ist wirklich fürchterlich zugerichtet. So, wirklich, wir haben die um Stunden lang verprügelt und gefoltert. Nun, ich würde mich erkenntlich zeigen, wenn mich die Alliierten hier ausbringen würden. Dann warte mal auf die Alliierten. Wir müssen weiter. Wer hat das Walkie-Talkie? Cosgrave. Dann Cosgrave sagt doch gerne mal Bescheid. Warum? Wir können ihn auch unter die Arme packen und einfach mit ihm auf den Friedhof springen. Wäre für mich der bessere Weg. Okay, oder dann er kann auf meinen Rücken. Oder so. Das ist auch ein schönes Pariser Hotel, oder? Mit hohen Wänden. Da hängen doch bestimmt lange, schöne Vorhänge, oder? Auf jeden Fall. Siehst du, hervorragend. Meterlange Vorhänge. Soll ich einfach mal intervenieren? Interveniere. Ich würde gerne Anlauf nehmen. Warst du diese Runde schon dran? Ach so, war das diese Runde? Ich glaube, diese Runde war schon dran, ja. Ja, okay. Weil jetzt kommt Irina, die letzte. Okay. Die Irina muss noch mal was machen. Die Irina muss ein paar Würfel würfeln. Okay, dann renne ich einfach zum Fenster und gehe raus, krall mich mit meinen Nägeln fest und lass mich sozusagen runterrutschen an der Wand und lande dann unten am Boden. Okay, dann mach mir doch bitte mal einen Wurf auf Terrify. Das ist ein kritischer Erfolg und ein Erfolg, also 3 Erfolge. Fantastisch. Du siehst, Astrid, du hast mit deinem Speer ein bisschen zu weit ausgeholt und neben den Beinen, die du aufgespießt hast, hast du noch den letzten dahinter einfach noch von oben bis unten einfach kurz aufgeschlitzt, dass sämtliche Gedärme von ihm einfach vor ihm auf den Boden fallen und er gerade versucht, sie alle wieder einzusammeln und dich ein wenig wehmütig anguckt, bevor er stirbt. Und ihr seht, wie Irina Richtung Fenster rennt, wo Cosgrave vorher noch stand, durchs Fenster springt, riesige Nägeln aus ihren Händen kommen und sie die komplette Fassade abbröckelt, während sie auf dem Weg nach unten ist. Und gerade ist Ruhe bei euch im Hotel. Ihr habt 2 Trupps, SS-Offiziere und 2 Infanterieeinheiten massakriert. Personal ist schon längst geflohen. Ihr hört draußen ein paar Sirenen angehen. Aber im Großen und Ganzen habt ihr erstmal ein paar Etagen von dem Hotel von Nazis befreit. Was wollt ihr machen? Also, nee, diese Krauts, die kommen aus irgendeinem Nest hier immer rausgeflohen. Ich würde gerne Jean schnappen, ihn zum Fenster zerren, die Vorhänge abreißen, sie zusammenbinden. Irgendwie an die Heizung oder sowas und dann einfach Anlauf nehmen mit ihm zusammen an diesem Seil hängend und aus dem Fenster springen und gucken, hoffen, dass es gut geht. Fantastisch. Mach mir doch bitte mal einen Wurf auf Con. Auf Con? Nicht auf Fix? Kannst auch machen, das ist sogar besser. Wäre besser, weil ich habe nämlich nur noch ich habe -1 auf alle Stats wegen der Verletzung. Das sind 2 Erfolge. Ja, ich hoffe, das reicht aus, dass ich irgendwie zwischenzeitlich noch eine Leiche nehme und sie leer schlürfe. Auf jeden Fall. Du kannst mit allen Erfolgen unterwegs noch also so gut wie lebendige Offiziere und Wehrmachtssoldaten noch finden, die versuchen, um ihr Leben zu kämpfen. Okay, dann gehe ich einfach irgendwie alles, was auf dem Weg liegt, dem einen reichen Kopf ab, dem anderen Arm und verspeise sie irgendwie so gut ich kann auf dem Weg zum Fenster. Schleppe Jean hinterher, frag ihn, ob er auch ein bisschen haben möchte. Nein, danke, ich möchte nicht. Jean spritzt die ganze Zeit so Blut in seine Richtung, also einfach so Gliedmaßen abreißt von einem sterbenden Soldaten. Ich dachte, die Franzosen wären ein Volk voller Gourmets. Ja, egal, mehr für mich. Gourmand. Und dann wie beschrieben, ich packe die Dinger zusammen, mache die irgendwie eine Heizung fest oder so und springe raus in der Hoffnung, dass das lang genug ist, um unten anzukommen. Auf jeden Fall. Und ja, hoffentlich lande ich einigermaßen sanft. Du bindest dir Jean um den Bauch mit ein paar Vorhängen und springst einfach runter, richtig casual. Deine kleine verkrustete Hand und mit deinen abgewetzten Fingernägeln hältst du dich auch an der Wand fest. Nicht ganz so stylisch wie Irina, aber so, du verlierst so einen Zentimeter von deiner Fingerkuppe, als du dich an der Fassade einfach so runtergleiten lässt. Und euer Objective, aus dem Hotel rauszukommen, wäre erledigt. Cosgrave und Astrid können noch was machen. Ihr seid noch im Hotel, also in dem Ballsaal. Ihr seht, dass Chuck und Irina schon rausgesprungen sind. Es kommen jetzt erstmal keine Nazis nach. Wie tief geht's da runter aus dem Fenster? 6 Etagen. 6 Etagen. Na, dann kann ich ja die eine Hälfte stylisch machen. Ich renne zu dem Kraut mit den raushängenden Gedärmen, schnapp mir das Ende von einem von denen, renn Richtung Fenster, spring raus. Und so bei der Hälfte ungefähr wird das halt abreißen, ne? Aber ich seil mich erstmal ein Stückchen mit den Gedärmen von dem Kraut ab und für den Rest nehme ich dann auch meine riesigen Krallen und ja, lass mich bis zum Boden runtergleiten. Du nimmst den Soldat einfach am Anfang mit, der so halb so das meiste von seinem Dickdarm im Arm hat und gleitest ihn zum Fenster, nimmst das Ende davon und lässt dich ganz entspannt rausfallen und der Soldat fragt nur: Holen Sie jetzt einen Arzt? So ungefähr. Und rob! Und du reißt ihm den ganzen Rest raus und das Blut spritzt aus dem Fenster auf den Hotelvorplatz und du bist auch unten angelangt. Cosgrave, was möchtest du noch machen? Ja, steht leider keiner mehr, den man aussaugen könnte, ne? Deswegen. Doch, wenn du möchtest, du kannst dann noch ein paar gerade sterbende Soldaten und Offiziere finden, um noch Blut rauszukriegen. Ja, dann würde ich mir noch einen nehmen, den erstmal ausschlürfen und dann mich ans Fenster stellen, mit dem Rücken quasi nach draußen, nachdem ich ihn ausgetrunken habe, mich dann runterfallen lassen und dann in Superman-Pose unten, Superhelden-Pose unten landen. Mach mir doch bitte einen Wurf auf Con. Das tut weh. 3 im Pasch zählt nicht, ne? Ja, 3 Zweier sind, glaube ich, scheiße. Du bist ein bisschen überrumpelt, weil du diesmal tatsächlich nicht der Coolste in der ganzen Runde bist und möchtest gerne alles auf einmal haben. Du stolperst zum Fenster, möchtest gerade irgendwie so einen Arm nehmen, möchtest da reinbeißen, möchtest dich aber gerade umdrehen, stolperst leicht und fliegst mit dem Gesicht zuerst 6 Etagen nach unten, landest hart auf dem Boden auf, zwischen allen anderen und du hast es nicht geschafft, irgendwas zu trinken zwischendurch. Ja. Also wenn das Absicht war, definitiv 9,8 von 10 Punkten Cosgrave, also. Gracias. Das Kopfsteinpflaster hat sich temporär einfach in dein Gesicht eingearbeitet. Steht dir. Ja, das wird noch 2-3 Tage wehtun. Ich würde zu ihm gehen und ihm die Hand reichen zum Hochheben. Wir müssen weiter. Danke, Astrid. Jean, der Resistanzkämpfer, meldet sich. Gut, ich muss mich bei euch bedanken. Ich glaube, diese verdammten Schweine hätten mich getötet, wäre ich noch länger bei ihnen geblieben. Ja. Es gibt... Sie. Ja, sind wir uns einig. Es sind verdammte Nazis. Sie töten jeden hier, der nicht... blond und blauäugig ist. Wie machen wir uns was vor? Aber nichtsdestotrotz könnt ihr, ich glaube, durchaus behilflich sein, zumindest der Resistance behilflich sein, oder wir euch. Wir haben einen Stützpunkt in den Tunneln unter Paris. Ich kann euch nicht bringen, aber ich kann euch den Weg sagen. Ihr müsst, er zeigt auf die Kirche, die vor euch steht, links der Platz, rechts der Friedhof. Er sagt, am besten, ihr müsst vorne durch die Kirche durch, entweder über den Platz oder über den Friedhof. Und da gibt es unter dem Altar einen geheimen Gang in die Katakomben. Von dort aus, er zeigt euch ein Symbol. Mehrere Kreise mit einem N, was ein Pfeil nach oben hat. Wenn ihr diesen Symbolen folgt, werdet ihr zu den Stützpunkten der Resistance kommen. Dort kann man euch alles geben, was wir noch haben, was euch unterstützen könnte. Das ist das Mindeste, was wir angeboten bekommen könnten. Vielen Dank. Und ich reiche ihm noch eine Visitenkarte mit meiner Telefonnummer drauf. Falls er heute Abend doch noch Lust hat. Du bist einer von 6 Leuten, die einen privaten Telefonanschluss haben. Ich glaube kaum, dass er sich bei dir melden wird. Cosgrave, ich arbeite viel. Ich habe Geld. Was soll das sein? Ländervorwahl Großbritannien Nummer 5? Nein, Nummer 69. Er steckt sie ein. Mach mir nochmal bitte einen Wurf. Mach mir bitte einen Wurf auf Con. Ich hab -1, ich hab keine Würfel für Con. Du hast keine Würfel für Con? Ich hab einen Wert von 1 und durch die Verletzung -1 auf alles Netz, also... Okay, scheiße. Ich kann höchstens... Er steckt sehr irritiert die Karte ein, guckt sich um und sagt noch zu euch, ihr solltet euch beeilen. Ich glaube, sie haben Verstärkung gerufen. Ich werde mir durch die Straßen schlagen. Ich kenne ein sicheres Versteck. Ihr, glaube ich, müsst weiter. Er bedankt sich nochmal und rennt in die Dunkelheit der Stadt. Und ihr steht vor der Entscheidung. Ihr habt einen Tipp bekommen, dass in den Tunneln unter Paris Stützpunkte der Resistance sind. Ihr seht in der Ferne den Eiffelturm. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, ihr könnt entweder über den Platz gehen oder über den Friedhof gehen, um weiterzukommen. Ihr habt auch noch die Möglichkeit, euch jetzt eure Blutpunkte zu verteilen. Und euch mit 3 Blutpunkten könnt ihr eine Wunde heilen. Hm. Die Frage ist, wie viele Blutpunkte habe ich, wenn ich eine Leiche aussauge? Ich habe jetzt von 2 Leichen. Ihr habt alle mehrere Erfolge zum Aussaugen ausgegeben. Manche haben mehr bekommen, manche weniger. Ihr habt im Gesamten, so, ihr könnt auch Blut untereinander tauschen. Ihr habt im Gesamten so viel, dass jeder von euch eine Wunde heilen kann. Hm. Dann würde ich das tatsächlich gern machen, weil ich aktuell -1 auf alle Stats habe und ich kann keine Plus-Dices bekommen. Also für eins davon muss ich loswerden. Ja. Du kannst dir aussuchen, was du heilst. Ja, ich weiß. Also, sollen wir es so machen? Weil dann würde ich jetzt auch meine Injury loswerden und wieder Specials triggern können. Das ist ganz gut. Ja, bei mir weiß ich noch nicht, ob ich die Blutpunkte behalte, weil bei mir steht nichts mit dabei. Also ich bin einfach nur verletzt. Ich misch das hier weg. Er denkt dann, wenn du 6 Schaden bekommen hast, dann stirbst du. Also heilen ist immer gut. Ja, ja komm, dann verballer ich auch. Ich würde auch mich gerne heilen, wenn jemand mir Blutpunkte abgeben möchte. Aber ich habe nicht. So, nach diesem köstlichen Stärkungstrank, wer ist für den Friedhof? Hände hoch. Also, am Friedhof haben wir grüne Fiolen, also Hulkwärter. Und über den Platz haben wir ohne Ende Truppen. Das wird heftig. Also ich persönlich bevorzuge einen harten Kampf gegenüber 100 kleinen. Ich auch. Also. Und außerdem gefallen mir die Experimente da nicht. Lieber das Krautfass als... Okay, aber gut. Dann schließe ich mich an. Passen wir mit dem Saugen dann ein bisschen auf. Ich weiß nicht, ob ich diese grüne Plörre saufen will. Was? Das ist doch das Beste. Apfelgeschmack. Wie entscheidet ihr euch? Wo geht ihr lang? Also Friedhof. Ich bin für Friedhof. Okay, Friedhof. Ist klar. Okay, einstimmig. Ihr macht euch rechts an der Kirche vorbei und seht gerade eben noch links auf dem Platz, wie ein Lastwagen, der sehr stark in seiner Federung hängt, da gerade ein riesiger, praktisch wie ein riesiger Metallklotz aus dem LKW springt, vollgesetzt mit unterarmdicken Kabeln, die in den Lastwagen reinlaufen. Und 2 unterarm geschnallte große, doppelläufige Kanonen über den Platz stapft. Und dort die Truppen unterstützt. Und ihr rennt weiter Richtung Friedhof. Und ihr seht, wo haben wir es denn? Den Friedhof vor der Kathedrale. Mehrere Wehrmachtssoldaten heben Gräber aus. Menschen in weißen Kitteln mit Spritzen, Containern mit grüner, gallertartiger Flüssigkeit, die sie in die Leichen reinrammen, direkt in den Brustkorb. Die Leichen anfangen, sofort sich aufzurichten, grüne Augen kriegen und sie werden wie mit so Hundeschlingen eingefangen und in einen gepanzerten Transporter gebracht. Und hinter ihnen wird die Tür geschlossen. Und das machen sie mit einigen Leichen, die sie da auf dem Friedhof ausgraben. Was wollt ihr machen? Ja, was wohl? Nazis töten! Ja. Ja, wozu sind wir da? Ihr seht... Zombies. Groovy. Lass mich mal ganz kurz in den Graveyard gucken. Es wird eine ausgewogene Ernährung auf jeden Fall werden. Ist ja auch immer noch nur das Graveyard-Bild. Ist das gewollt, oder? Sind wir noch online? Ja, wir sind noch online. Ja, wir sind noch online. Also es ist halt... der wunde Punkt. Dadurch, dass mein Rechner irgendwas komisches gemacht hat, ist mein Stream Deck abgeschmiert. Ich muss das alles mit der Maus machen. Oh nein, du Arme. Ja, da ist eine Gruppe von Nazis, die grüne Pampe in... Also ihr könnt noch praktisch... Haben die uns bemerkt? Ist die Frage? Noch nicht. Ihr rennt auf den Friedhof zu und noch sind sie am Graben. Und du siehst halt einige wahrscheinlich Wissenschaftler, die wieder so eine große Spritze, also comichaft große Spritze, wirklich so wie so ein Kleinkind mit einer riesigen Nadel, was die halt in so eine Leiche gerade reinpacken und so mit dem ganzen Körpergewicht da reinpumpen und sagen, ja, wunderbar, wunderbar. Wir können alle ausgraben, wir müssen alle ausgraben, wir können alle gebrauchen. Das sind Hunderte wahrscheinlich, Hunderte, wir brauchen mehr Wagen. Und denkt immer daran, den Hebel immer schön verriegeln, die Tür, damit sie nicht entfliehen. Wir haben noch einiges mit ihnen vor. Und ihr rennt auf den Friedhof zu. Also, das erste, was mir natürlich in den Kopf kommt, ist diesen Wagen mit dieser grünen Pampe, also die grüne Pampe loswerden. Auslaufen lassen, wie auch immer. Ja. Also es ist halt ein gepanzerter Wagen, wo die ganzen Zombies einfach reingeschmissen werden und die Tür wird mit so einem Hebel verriegelt. Mhm. Und es gibt dann noch so einen Lastwagen, wo die halt Ampullen rausnehmen, wo halt so große Kanister drauf sind. Mit der grünen, gallertartigen Flüssigkeit. Wie wär's denn mit einer kleinen Zombie-Party, indem wir uns einfach mal dahin schleichen und die Zombies rauslassen? Mal gucken, was die mit den Nazis anstellen. Also ich würde mich gerne irgendwie... Auf jeden Fall wäre dann ein bisschen Bambule und wir könnten vielleicht etwas schneller zur Kathedrale gelangen. Ich würde gerne auch irgendwie Ausschau halten nach irgendwo, wo ich mich dann lang schleichen kann. Genau, um in Richtung des Ampullen-Lastkraftfahrzeuges zu kommen. Macht mir bitte alle mal einen Wurf auf Sneak. Knie. 3 Erfolge. Ein Erfolg. Einen Erfolg. Ah, ich habe sogar einen kritischen Erfolg. 4 Erfolge. 3 oder über? 4, 5, 6 ist ein Erfolg. Okay, dann habe ich einen Erfolg. 4. Ihr rennt, aber kommt unbemerkt auf den großflächigen Friedhof, der mit unzähligen Grabsteinen gepflastert ist, Mausoleen. Die von klein bis groß alles vorhanden. Das Licht ist dämmerig. Das einzige, was bei Nacht diesen Friedhof wirklich beleuchtet, sind ein paar Straßenlaternen und das grüne Usen der Flüssigkeit in den Behältern und von dem Lastwagen. Und ihr könnt euch, wie ihr wollt, auf diesem Friedhof verteilen, um diesen Infanterietrupp und den Wissenschaftlern aufzulauern. Wie wollt ihr euch verteilen? Es sind 10 Soldaten, die halt alle schaufeln und 2 Menschen in weißen Kitteln, die frenetisch durch die Gegend laufen und wirklich Ampullen links und rechts in Leichen schmeißen, die aufstehen und die eingesammelt werden. Ampullen, die sie werfen? Ja, also Spritzen. Links, also mein rechts. Plan wäre... Aber diese Container, oder die haben... Ich dachte, die hätten Fässer mit dem grünen Zeug. Ja, die das haben auch in einem LKW sind Fässer mit dem grünen Zeug, aber die selber haben halt nur so kleine Spritzen, die sie dabei haben. Die füllen sie dann bei den großen Fässern an einem Lastwagen wieder auf. Ich würde richtig gerne in die Nähe von diesen Lastkraftwagen mit den Fässern drin und dann da so eine explosive Rune reinschmeißen. Hervorragend. Oh, ja. Okay. Also keiner Ablenkung. Dass die Zombies sich erstmal um die Nazis so ein bisschen kümmern, damit wir da schneller dran vorbeikommen. Irina schleicht sich zu dem Wagen mit den grünen usenden Flüssigkeiten und du pflasterst dort an den großen Kanister, wo es abgefüllt wird, eine explosive Rune dran. Und als du dies platzierst, siehst du in dem LKW eine kleine Pause. Wir sind gleich wieder für euch da mit Eat the Reich. Sehr gut. Wir machen 10 Minuten Pause. Bis gleich. Ja, bis